Wir sind mit 6 Fahrern, Mannschaftsstärke plus Ersatzmann angereist und glücklicherweise hat das OWL-Team und auch Radsportverband Thüringen haben sich angeboten, den Philipp dann mit reinzunehmen. Der Joshua Stritzinger, auch ein Canyon Young Hero, der ist ja sowieso von Anfang an eingeplant gewesen im Team Rheinland-Pfalz, sodass wir eigentlich so hier 8 Canyon Young Heroes mit in der Rundfahrt haben. Herzlich willkommen! 9 Runden, 85 Kilometer. Verpflegung ist erlaubt nach der 2. Runde. Also von Erik kann ich Techniken lernen, wie ich mich im Rennen verhalten soll. Ja, Taktiken, ja, zum Beispiel wie man die Kurven anfahren soll, wo man sich im Feld aufhalten soll, damit man gut platziert wird. 3, 2, 1 und ab geht es! Die 5. Jahr Classic Tour. 107 Fahrer, 5 Nationen, 220 Kilometer stehen ihm bevor. Zwischendurch hatte ich mal ein paar Probleme und ja, zum Schluss habe ich dann noch für Kevin angefahren, haben wir einen Zug aufgebaut, habe ich von der Abfahrt bis zum Ortsschild vorne Druck gemacht und dann bin ich halt rausgegangen und dann ist Kevin halt noch gesprintet. Der wirklich große Unterschied ist, dass es hier eigentlich noch so richtig pure Cycling ist, weil die Rennfahrer haben ja zum Glück keinen Funk. Für die jungen Rennfahrer ist das natürlich super, dass sie eben hier selber lernen müssen, ein Rennen zu lesen. Ich finde, es ist weitaus besser, als wenn sie schon so in jungen Jahren so ferngesteuert über Radiofunk von den sportlichen Leitern dann die Anweisungen kriegen würden, was es schwierig macht, zum Beispiel heute, wo die 3-Mann-Spitzengruppe dann weg war, ja, mit einer Minute. Da könntest du natürlich bei den Profis reagieren und könntest sagen, hey Freunde, vorne sammeln, einreihen, Tempo fahren. Das Loch ist zu groß. In Denmark it's very early the races, so sometimes you get up at 7 or 6 o'clock and drive 100 kilometers to race 70 kilometers, so but it's nice when you're on the bike and race. Meine Familie unterstützt mich schon dabei, obwohl sie mich halt nicht so oft sieht, jetzt gerade wo ich auf der Sportschule bin und am Wochenende viele Wettkämpfe habe im Sommer. Aber im Winter sehen wir uns dann öfter mal am Wochenende. Heutzutage sind das die Abschürfungen. Wichtig ist, dass das gesäubert wird, akkurat gesäubert. Und dann notfalls mit der Bürste nochmal richtig abschrubben, damit es nochmal blutet. Und dann wird mit Wasserstoff gereinigt und dann kommt der Verband drauf für ihn 2 Tage. Und dann nach Möglichkeit wieder alles runter, dass die Luft und die Sonne das wieder trocknet und dann geht's weiter. Ja, hier beim Zeitfahren ist es eigentlich relativ puristisch, also ganz normale Straßenräder sind erlaubt. Wir haben natürlich trotzdem so ein paar Tricks mit dabei. Zeitfahrhelm haben wir hier. Die Jungs werden auch Zeitfahranzüge tragen. Da wird dann natürlich schon noch um jede Sekunde und um jedes Watt weniger noch mal gefeilt werden.
Wir machen eine Übersetzungskontrolle. Das bedeutet, dass für die Jugendlichen, die dürfen nur eine gewisse Kranzgröße fahren. It's good. It's a beautiful race with a beautiful circuit. L'expérience que nous apporte les Canyon Nun Classic et notre mentor Rick Zabel, c'est vraiment une expérience excellente. Bonjour, je m'appelle Thomas Copponi. Ça fait environ 8 ans que je fais du vélo. The peloton is bigger than in French. Allez les bleus. Es gibt ein Sprintfinale. Dritte Etappe Buchholz, hektischer Tag. Ja, Joshua ist gestürzt, ist mit der Mama ins Krankenhaus und wir hoffen natürlich, dass er morgen wieder fahren kann. Dann ist Kevin gestürzt, Simon ist auch gestürzt. Also war auch hier für den Betreuerstab eine hektische Etappe. Am Ende ist der Frederik sogar Fünfter noch geworden. Ja, wir verständigen uns mit Händen und Füßen, so wie es geht. Und natürlich auf Englisch ein bisschen. Ja, jetzt geht's besser, ja, ja. Alles verbunden und so. Es muss auch genäht werden, also. Aber die Etappe war von der Strecke gut. Ja, es tut ein bisschen weh, die Schulter, aber sonst denke ich, geht's mal. Ich werde es unterm Rennen dann sehen. Es ist angerichtet, die Gelben um Silas Moskos. Sie führen hier in die letzte Runde. Silas Moskos kommt und wird gewinnen! Ja, Hamburg, letzte Etappe hier rund um die Binnenalster war natürlich das Highlight. Wir haben es heute geschafft, mit dem Kevin aufs Podium zu fahren. Auch der Thomas, der hat noch mal richtig gekämpft ums beste Nachwuchsfahrertrikot. Hat leider nicht geklappt, aber sie haben es probiert und wie sie auch so zusammengefahren sind heute, war schon echt toll. Bisschen schade war, dass der Simon jetzt noch gestürzt ist, weil der war ja eigentlich auch gut platziert in der Gesamtwertung. Ja, ich bin da hinten gestürzt, 3 Runden Verschluss und dann war vorbei. Das ist natürlich echt so die Highlights, ja. Also natürlich die Freude beim Kevin, wenn er aufs Podium fährt und das andere Extrem eben die Enttäuschung, wenn du so einem Jungen sagen musst, du bist gestürzt und fahr nicht weiter, geh erstmal ins Krankenhaus. Der Joshua, ich glaube, der Arm hätte ab sein können, der wäre trotzdem weitergefahren. Das ist natürlich schon so eine Emotionalität dabei und so eine Gefühle. Das hast du eigentlich bei den Profis nicht mehr. Da sind hier die Young Heroes, die sind da schon was ganz Besonderes. Simon, Pech gehabt, ne? Trotzdem danke. Thank you, my friend. Good job. I know.